brüte gerade ein Küken aus auf meiner Kaffeemaschine. Guten Morgen. Im Sommer 2021 saß mein Vorwerkhuhn Doro auf 4 Eiern. Sie war von meinem Hahn Willi, einem Hahn der Mehrnutzungsrasse Coffee and Cream. Ja, die gibt es wirklich. Und das ist keine Anspielung auf das Brutverhalten meiner Kaffeemaschine. Befruchtet worden. Die Henne zog mit einem geschlüpften Küken los und ließ ein totes und 2 Eier zurück. Als ich aus einem verlängerten Wochenende zurückkam, räumte ich das verlassene Nest auf, als beim Hantieren mit den Eiern aus einem Ei ein deutliches Piepsen zu hören war. Das Ei war kühl und hart. Nach meinen Recherchen sollte, um den Schlupf zu erleichtern, sowohl die Temperatur als auch die Eierschale eine gewisse Feuchtigkeit haben, um dem Küken ein Schlüpfen zu ermöglichen. Ich benetzte das Ei vorsichtig mit Wasser und entdeckte dabei meine Kaffeemaschine. Sie hat auf dem Deckel eine Vorrichtung, um Tassen anzuwärmen. Mit Handtüchern fütterte ich den Bereich aus und ließ das angefeuchtete Ei eine Nacht von der Kaffeemaschine weiter aufbrüten. Gegen 5.30 Uhr wurde ich wach und mein erster Gang ist zur Kaffeemaschine, wo sich gerade diese Szenen abspielten. Die Kaffeemaschine hatte über Nacht das Ei zu Ende gebrütet und das Küken war dabei auf dem Weg in die Welt. Mit einem Infrarotthermometer überprüfe ich die Temperatur des Eis. Sie war bei 36,5 Grad. Ja, eine YouTuberin hat wenig bis gar keine Zeit. Doch hierbei verzichte ich bewusst darauf, die Filmsequenz zu raffen. Dadurch wird der einzelne Kraftakt deutlich, den das Küken beim Schlüpfen vollbringt. In mir erzeugt es eine tiefe Demut der Natur gegenüber, die für alles die perfekte Lösung zu bieten hat. Hallo. Hallo. Vom Beginn des Schlüpfens, also mit dem Aufstoßen der Schale, bis zum
Trocknen des Kükens vergehen 11 Minuten und 45 Sekunden in diesem Film und wir haben jetzt bereits fast 9 Minuten hinter uns. Wer möchte, kann noch ein bisschen vorspulen. Ansonsten genießt die Szenen, lasst es auf euch wirken. Ich bin dann soweit offline. Danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Ciao. Nächstes Mal erzähle ich euch, ob ihr überlebt habt. Oh, was haben wir? 5 Uhr 50, 5 Uhr 40, something like that. Ja, 6 Stunden später habe ich mich beruhigt, hat das Küken sich beruhigt. Ich würde sagen, das Küken heißt Franz oder im anderen Fall Franziska und sieht so aus. Jetzt ist es getrocknet. Ich mache mal kurz das Licht an. Steht also immer noch auf dem Tassenwärmer meiner Kaffeemaschine. Und es ist ein... die Mama ist ein Vorwerkhuhn und der Papa ist ein Coffee and Cream, eine Mehrnutzungsrasse, Biorasse. Und ich versuche jetzt einfach mal die ersten 48 Stunden das kleine Lebewesen am Leben zu halten. Und im Moment, laut Lehrbuch, ernährt es sich von dem vor dem Schlüpfen eingezogenen Dotter. Und in diesen 48 Stunden braucht es also nichts zu fressen. Und ansonsten gibt es ein sogenanntes Kükenfutter, das habe ich auch schon angerichtet. Dieses Kükenfutter besteht aus Brennnessel, Haferflocken und gekochtem Ei. Ja.